Hallo. Hallo. Wir sind wieder Aloysia. und Joachim und wir melden uns von der Halbinsel Ratsch Genau. am, Am Neuendorfer See. genau, Genau. das ist irgendwo am im Spreewald, Ja. ein paar Kilometer vor Lübben und Lübbenau. Und wir wollen euch zeigen, wo wir zum Abschluss noch einen schönen Campingplatz gefunden haben. Und ein bisschen was von der Umgebung auch zeigen. Hier ist es auch sehr schön erholsam, ruhig am See. Man kann Boote ausleihen. Es ist wirklich schön. Gibt ein Restaurant, Ja. gibt einen Brötchenservice. Einen Tag standen wir ganz allein auf der Wiese. Jetzt ist hier verlängerte Wochenende vor dem Feiertag. Da ist es natürlich ein bisschen voller, Ja. aber es ist trotzdem bis jetzt noch sehr angenehm. Genau. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen. Tschüss. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind am 28. September in Poznan losgefahren und haben erstmalig die mautpflichtige Autobahn benutzt, die A2. Es hat ungefähr 11 Euro gekostet, umgerechnet, und sind über Frankfurt/Oder zur Halbinsel Ratsch gefahren. Das hatten wir nicht geplant, das war eher ein Zufallsfund. Nachdem wir uns angemeldet hatten, konnten wir uns einen Platz aussuchen, entweder ganz in der Nähe der Sanitärgebäude oder ein Stückchen weiter weg, bisschen abgelegener, direkt am See. Wir haben uns für die ruhige Variante entschieden. Der Campingpark ist relativ groß, gibt auch zahlreiche Dauercamper aus Brandenburg, Berlin und Sachsen, aber es gibt auch große Areale, die nicht parzelliert sind für Durchreisende oder Leute, die mit ihrem Caravan gerne ein paar Tage stehen wollen. Einkaufen sollte man besser vorher, denn in der Nähe gibt es keine weiteren Geschäfte. Die erste Nacht haben wir sogar völlig allein auf unserer Wiese gestanden. Uns ist aber klar gewesen, dass sich das ändert, denn wir haben das Wochenende vor dem 3. Oktober, ein langes Wochenende für viele, die das schöne Wetter noch einmal nutzen wollten. Zum Campingpark gehört auch ein Wildtiergehege. Und auf dem großzügig angelegten Gelände sind überall ausreichend Wasser- und Stromanschlüsse vorhanden. Die Übernachtungspreise sind gestaffelt, je nachdem, mit wie vielen Personen man anreist und was man noch dazu buchen möchte. Und auf den Wiesen findet wirklich jedes Wohnmobil jeder Größe seinen Platz. Hier sehen wir das zentrale Gebäude. Hier befinden sich die Sanitäranlagen. Vorne bei dem orangen Schirm befindet sich das Restaurant, das mittags auf hat und abends dann bis 20 Uhr. Auch die verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten befinden sich in diesem Gebäude. Natürlich hat man auch Gelegenheit, seine Chemietoiletten zu entsorgen. Das Sanitärgebäude war zwar relativ weit von unserem Stellplatz entfernt, aber wir haben es ja hin und wieder doch benutzt und wir müssen sagen, dass es immer tippitoppi im Schuss war. So, wir sind jetzt also im Sanitärbereich für die Damen. Auf dieser Seite rechts finden wir die Toiletten und was ich ja wirklich wunderschön finde, ist diese Kindertoilette. Seite, wenn man hineinkommt, also links, seht ihr, hier befinden sich die Waschbecken. Mal ein bisschen weiter geht. Auch hier Waschbecken. Und wenn wir noch ein Stückchen weitergehen, dann haben wir hier den Bereich mit dem Duschen und ihr seht auch die Behälter für die Chips, die man hier für das Duschen einstecken muss. Wir haben hier nicht geduscht, sodass ich euch leider keine Duschkabine von innen zeigen kann. Ach doch, da ist eine auf. Schauen wir mal. Tja. So sieht's aus, also wie man es halt so kennt.
Ja, und hier ist der Beweis, dass es auf den Herrentoiletten genauso sauber zuging. Ich erspare uns jetzt nochmal die Duschen zu zeigen. Wie gesagt, es war alles zu unserer vollsten Zufriedenheit. Und natürlich konnte man auch sein Geschirr spülen. So, hier ist eine interessante Konstruktion für das Grauwasser. Das läuft da ab und damit man da nicht, weil man da nicht so gut mit seinem Fahrzeug dran kann, schiebt man sich diese Konstruktion unter den Wagen und dann kann man es laufen lassen. Auch ist es auch alles für die Mülltrennung vorhanden. Das sind jetzt hier die Boote zum Ausleihen. Wir haben gerade gefragt, ein Ruderboot, 3,50 Euro die Stunde. Das ist durchaus im Bereich des Machbaren. Kurze Erläuterung, welche Fische man hier fangen kann, wenn man denn darf. Und hier gibt es einen Haufen Gänse. Den ganzen Tag Krach machen. Abends fliegen sie dann wieder weg. Wir nehmen euch noch mal mit zum Gelände, das als Wohnmobilhafen ausgewiesen ist, das laut Webseite pro Nacht 18 Euro kostet und sich vor der Schranke der Zufahrt zum Campingpark befindet. Zufahrt ist durch Schranke geregelt und vor der Schranke befindet sich der Wohnmobilhafen. Dem sind wir ursprünglich gefolgt. Eigentlich haben wir den Campingpark gar nicht gesucht, sondern wir wollten zum Wohnmobilhafen. Hier kann man sicherlich auch gut stehen, direkt am Wasser. Ist aber kein, glaube ich, kein unmittelbarer Zugang zum Wasser, aber Strom ist da, Wasser liegt an. 12 Fahrzeuge können hier gut stehen oder 12 Plätze sind ausgewiesen. Wir durchqueren mal ein Stück vom Campingpark. In unserem Rücken haben wir das Gebäude der Sanitäranlagen, durchqueren ein Stück der Bereiche für die Dauercamper und kommen dann auf unsere Wiese, auf der wir die erste Nacht so wunderbar allein gestanden haben. Und das hat den Nachteil natürlich, dass man relativ weit zum Sanitärgebäude laufen muss und dass man kein WLAN mehr hat. Das war es uns aber wert, ganz ehrlich gesagt. So, zum Abschluss unseres Urlaubs sind wir nochmal aufs Wasser gegangen und Joachim hat die Ruder in die Hand genommen. Wir haben uns mal von Wasserseite angeschaut, wie groß der See ist. Welcher See? Der Neuendorfer See. Und auf dem Schild steht Camping Ratscher See. Das war unsere letzte Etappe unserer diesjährigen Herbsttour im Jahr 2023. Aber noch nicht das letzte Video. Wir bedanken uns schon mal, dass ihr bei diesem Video wieder dabei wart. Zeigen euch im Hintergrund mal den Hundestrand vom Neuendorfer See und kündigen an, dass wir diesmal ein Fazitvideo produzieren, um unseren Gesamteindruck der diesjährigen Herbsttour mal zu beschreiben. Es verabschieden sich wie immer ganz herzlich Aloysia und Joachim.